Sie brauchen wieder eine Portion richtiges Selbstversorgerleben, also so richtig Hardcore Selbstversorgerleben, können Sie in diesem Film haben. Bleiben Sie mal dran, das wird wieder spannend. Ich habe nämlich wieder was gekocht hier. Hier. Wissen Sie, was das war? Also Gemüse jetzt. Bei dem Fleisch bin ich mir nicht sicher, was das letztendlich war. Chihili. Schon mal von gehört? Hier. Hat mir jemand mitgebracht aus, ich glaube, Neuseeland. Dankeschön an dieser Stelle. Chihili. Mit undefinierbarem Fleisch, weil ich nie draufschreibe, was das ist. Ich friere die einfach ein und ich weiß nie, was das ist. Aber ist ja egal. In diesem Film die volle Ladung Selbstversorger pur. Vom Saatkorn bis auf den Teller. Ich gebe mich jetzt ans Essen und Sie schauen sich jetzt das Video an, wie das von diesem Saatkörnchen hier auf den Teller gekommen ist. Komplett. Ja, ja, was ich nicht so alles anbaue. Was? Kaum kommt mir so ein Samenkörnchen in die Finger, dann muss das irgendwann in der Erde landen. Das ist die natürliche Neugier, die mir immer noch inne ist. Also sowas da zum Beispiel. Ja, ich weiß, ist Torf drin. Die Welt geht unter. Macht das mal schön nass, weil das ist alles sehr trocken. Das steht da an der freien Luft, in der Sonne. Dann trocknet das Substrat sehr schnell aus. Und weil es schon im Frühjahr ist, kann man das ganze Spiel dann im Folientunnel machen. Da brauche ich nicht auf der Fensterbank rumzuhantieren. Stolper nicht, lass wieder allen möglichen Kram im Weg stehen. Chihili. Weil auch immer das ist, irgendeine Art von Kohl. Zeig ich mal. Löschchen reingemacht. Und dann gucken wir uns mal die Körnchen an. Ja, ich sag ja. Sieht genau aus wie Brokkoli, Rosenkohl oder dergleichen. Ja, tu mal ruhig zwei, drei Stück da rein. Irgendwas keimt immer nicht. Mach die Löschen zu. Dass die feinen Pflänzchen da auch noch rauskommen können. Wenn sie denn irgendwann mal kommen. Schön festdrücken, damit die auch schön an der Erde anliegen und feucht werden. Gib dem Ganzen nochmal einen Schuss Wasser. Job für heute getan. Mach noch ein Zeichen dran, damit du verstehst, was es ist. Das Gehirn wird langsam löschrig. Jo. So sieht er aus nach ein paar Tagen. Sag ich ja, irgendein Töpfchen keimt immer nicht. Die mitkriegen, suchst du raus. Und die schönen kleinen lässt du stehen. Also ich habe noch nie festgestellt, dass die Sachen besser keimen, wenn ich da Anzuchterde für nehme. Aber nur gut, das sei dahingestellt. Manchmal nehme ich das, manchmal das. So, und weil das eine Töpfchen nun gar nicht gekeimt ist, transportiere ich ein Pflänzchen da rein. Weil Samenkörnchen ist nicht unbedingt der kostenintensivste Faktor an der ganzen Selbstversorgungsgeschichte.
Also selbst in dem Tütchen waren so viel Samen drin. Hätte ich mehrere Jahre von essen können. Ja, sie wachsen. Man sieht. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Einige größer, andere kleiner. Warum auch immer. Da stecke ich nicht drin. Ja. Ich liebe das, wenn die Sachen problemlos wachsen. Es gibt ja so Dinge, da kriege ich die Krise dran, weil sie einfach nicht keimen wollen, nicht wachsen wollen. Aber sowas ist immer einfach. Kohl insgesamt. So, schön durchgewässert. Raus in den Garten. Immer noch von dieser Schweineborsten-Dünger, Biodünger, ja, Kohlpflanzen, kann nicht schaden, wenn man denen mal ein bisschen davon gibt. Irgendwie habe ich die Beschreibung da nicht ganz verstanden. Ich habe das einfach so mal nach auf gut Glück gemacht, so wie ich das mit Brokkoli machen würde oder mit einem Blumenkohl. Was weiß ich, Abstand 30 cm. Ich habe keine Ahnung, wie groß die werden. Jetzt lass die Töpfchen nicht alle da liegen. Ist nur Plastikmüll. Kannst du wiederverwenden. Ein Schuss Wasser. Und damit ist die Arbeit auch schon wieder getan. Ja, komm, wachse, wachse. Sie sind gewachsen, man sieht das. Ich habe mittlerweile so ein Netz draufgelegt. Weil alles, was Kohl ist, wenn die ersten Kohlweißlinge da draußen rumflitzen, dann bleibt da nicht viel von übrig. Man, neben all den Schnecken und was da sonst noch so rumkreucht und fleucht. Bisschen Unkraut habe ich auch mal gejätet. Mit dieser patentierten Handhacke, die ich da mir selbst immer bastel, hier oben in dem Video drin, in der Infobox. Also Blattkohle sind nicht unbedingt die einfachste Geschichte. Weil die alle frei liegen, da hat man dann weiße Fliegen dran oder Schildläuse oder sonst irgendwas. Mache ich äußerst ungerne. Aber zum Probieren, um ihnen da zu zeigen, da überwiegt dann die Neugier. Was sagst du? Sind doch kräftig und sehr schnell gewachsen, muss man ja fairerweise sagen. Aber habe auch ziemlich viele Blätter zerfressen von weiß der Geier was. Da kommen die ersten Blüten. Da habe ich wohl zu lange gewartet. Oder die falsche Saison gepackt. Ich kann es Ihnen nicht sagen. War auf der Samentüte nicht ganz ersichtlich, was die richtigen Klimabedingungen dafür sind. Ob eine Herbstkultur oder eine Frühjahrskultur. Jetzt, wo ich dazu sehe, würde ich sagen, der Herbst wäre wahrscheinlich die bessere Zeit gewesen. Aber haben Sie auch noch nicht angebaut? Chi Hi Li. Gib dich mal an Ernten, was du davon so verwerten kannst. Also wenn die perfekt gewesen wäre, wenn da nicht so viele Schnecken dran gewesen wären, ist doch ein schönes Pflänzchen. Hat Ähnlichkeit mit Chinakohl, nur nicht so kompakt und dicht. Und noch mehr und mehr. Ist wieder Mittagszeit, du musst was kochen.
Also ich bin damit erstmal zufrieden. Für den ersten Anbauversuch gibt's nichts zu moppern. Jetzt glotz nicht so dämlich. Runter auf den Hof, seh mal zu, was du davon verwerten kannst. Ich habe sehr viel, sagen wir mal, Unappetitliches davon entfernt. Zerfressene Blätter. Also bei vielen blieb nur der Strunk übrig. Aber wie gesagt, das ist alles Blattkohlgeschichten. Die sind nicht einfach, zumindest bei mir hier nicht. Wieder eins von den netten Tierchen. Die können einem den allerletzten Nerv rauben, aber du gehst gleich zu den Hühnern und dann ist Ende mit lustig. Kleine, große, alle möglichen davon. Aber es hat ausgereicht, also ich habe da ein paar Mittagessen draus gebastelt. Je jünger, je frischer, je näher die Blätter innen waren, umso besser war sie natürlich. Ja, und noch so ein Vieh. Frage ich mich, wie die Menschen früher überhaupt überlebt haben. So, dann wird das ganze Spiel schön sauber gemacht, weil in diesem Video will ich Ihnen ja zeigen, vom Samenkorn bis zum fertigen Gericht. Macht die mal schön sauber. Ja, da bin ich pingelig, muss ich zugeben. Was da nicht hingehört, geht weg. Da baue ich lieber ein paar Pflänzchen mehr an und muss mich nicht um jedes Blättchen, was zerfressen ist, kümmern. Jo. Weiter geht's. Was haben wir da noch? Irgendeine Tüte mit Fleisch. Habe ich aus der Tiefkühltruhe geholt. Ich würde sagen, also vom Aussehen her, das war Kaninchen. Aber ganz sicher bin ich mir da nicht. Gut, das Video ist jetzt auch ein paar Jährchen älter. Im Moment habe ich ja keine Kaninchen mehr. Jetzt kommen meine grandiosen Kochkünste. Butter in die Pfanne, das Fleisch da rein, das sind bestimmt die Bauchlappen oder sowas, ja, sowas in der Art. Ein Knoblauch. Das ist immer eine einfache Angelegenheit, wenn man so Fleisch hat, kann man so eine Art Gyros daraus machen. Ein bisschen Würze. Chili. Eigene Produktion. Komm, hau rein. Aber nicht zu viel, sonst essen die Kinder das nicht. Riecht gut, was? Bisschen Wasser rein. Oder auch mal Sahne. Oder manchmal beides. Dann das Gemüse dazu. Deckel drauf, ab und zu mal umrühren, so gut wie fertig. Reis gab es dazu, also mir hat das geschmeckt. Ich kann wieder nur sagen, das ist ein Highlight der kulinarischen Kunst. Glauben Sie nicht? Ist so. Ein Highlight der kulinarischen Kunst. Nicht, weil er so besonders gut schmeckt. Es schmeckt nicht so markant wie Pak Choi oder Chinakohl, aber man kann das essen. Auch nicht, weil meine Kochkünste so grandios sind, sondern weil es... Ich darf wieder nicht essen. Einen Moment. Weil es hier im Garten gewachsen ist. Weil das Ganze hier ich produziert habe. Deswegen ist das das beste Essen. Möchten Sie mal? Köstlich. Geht nicht. Müssen Sie selber anbauen. Natürlich geht das nicht immer so zu bei uns. Also,
rational gedacht. Kommt auch schon mal aus der Tiefkühltruhe oder vom Discounter. Kommt schon mal vor. Aber ansonsten ist das hier Standard bei uns. So, jetzt gehe ich runter und setze das mal den Kindern vor, weil die sind immer so der Prüfnagel, ob es denn wert ist, angebaut zu werden. Ich finde das lecker, aber die sind die letztendlichen Entscheidungsträger hier in der Familie. Dieses Video hat doch einen einzigen Nachteil. Wissen Sie, welcher das ist? Der Reis da drauf, der stammt nicht aus eigener Produktion, aber da arbeite ich dran. Like-Button drücken, weiterempfehlen, Kanal abonnieren. Rein mit Ihrer Meinung unten in die Kommentare, wie immer. Bis demnächst. Tschüss.